Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Ich habe beim letzten Mal Schwachsinn erzählt, fällt mir gerade auf. Denn der rote Zug bringt einen nicht zu dem roten Bahnhof, sondern damit kommt man zu allen Bahnhöfen. Zumindest theoretisch, wenn die Schienen da sind. Ihr seht schon, hier ist die Schiene kaputt. Das heißt, wir kommen nicht nach links, wir kommen nur zum pinken Bahnhof wahrscheinlich. Dann sollten wir doch einfach mal dahin fahren. Machen wir jetzt einfach mal. Juhu, wir sind wieder im Geschäft. Dieser Zug fiel vom Himmel und landete genau auf unseren Schienen. Der Personenverkehr ist wieder in Betrieb. Und dann fahren wir doch mal nach links. Nach rechts. Links, rechts, fast dasselbe. Bitte benutze die Schalter vor jeder Haltestelle, um die Fahrtrichtung des Zuges zu bestimmen. Wenn du dich für eine Richtung entschieden hast, sprich einfach nochmal mit mir. Alles einsteigen. Na dann. Wohin möchtest du fahren? Pinker Bahnhof natürlich. Los geht's. Wir fahren los, alle einsteigen. Nice. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Nächste Haltestelle, Pinker Bahnhof, Pinker Bahnhof. Aber wobei, wenn es von der Deutschen Bahn wäre, wären wir wahrscheinlich immer noch nicht da. Sondern erst übermorgen oder so. Ankunft, Pinker Bahnhof, willkommen beim Pinken Bahnhof. Ja, ich weiß, hier sind Sternsplitter, ich weiß nur nicht wo. Eben sind ein paar Scheigeis mit einer Bratpfanne rechts lang gelaufen. Ich wette, dass sie die Bratpfanne jemanden gestohlen haben. Und ganz sicher wollen sie damit kein Essen zubereiten. Scheigeis sind so unausstehlich. Tja, gehen wir trotzdem erst nach links. Wobei, erstmal speichern. Gehen wir trotzdem mal nach links. Erst. Oh, im Hintergrund ein brennender Scheigei. Der sieht ja lustig aus. Also für uns, für ihn, er findet es wahrscheinlich eher nicht so witzig. Hilfe! Hilfe! Ja, wobei, die sieht eigentlich ganz glücklich aus. Ich glaube, das ist ein sehr zufriedener, brennender Scheigei. Wie kommen wir denn hier auf die andere Seite? Ah! Diese Scheigei-Designs, die sind so geil. Die sehen so cool aus, die Scheigeis. Sind die echt sehr, sehr witzig hier. Glaube ich, von den Gegner-Designs auch bis jetzt mein Lieblingskapitel. Denn die Gegner-Designs, die sind hier wirklich ziemlich, ziemlich gut. Also jeder Scheigei sieht komplett anders aus. Was heißt komplett anders? Aber die unterscheiden sich deutlich voneinander. Na, oh, den ersten haben wir schon mal erledigt. Voll Karacho, würde ich sagen. Genau, also mein Lieblingskapitel, was die Gegner-Designs angeht. Hoffe natürlich... Ah! Hey, der hat mir einen Gegenstand geklaut. Du kannst jetzt... Nee, der hat mir eine Fähigkeit geklaut, noch viel schlimmer. Was ist das hier für ein Mistviech? Weg mit dir. Gerade noch gesagt, wie toll ich die finde. Naja. Tjo, gehen wir erstmal weiter. Ja, wenn wir jetzt hier fliegende Gegner haben, sollten wir vielleicht mal auf Paracarry wechseln. Ah. Und auf die andere Seite. Ist hier irgendwo ein Übergang? Was ist das? Der ist ja witzig. Was ist das hier für einer? Alle nennen mich Gourmet-Guy. Ich weiß nicht wieso. Ich bin nur ein gewöhnlicher Scheigei mit einer Vorliebe für gutes Essen. Oh, ich bin so hungrig. Hier, nimm eine Backmischung. Lecker, lecker. Und was ist das abscheulichste Essen, das ich jemals zu mir nehmen musste? Ikinikinikin. Mein delikater Daumen ist für dieses Ras hier zu verwöhnt. Ich kann nur Speisen der feinsten Qualität zu mir nehmen. Ansonsten muss ich Kotz... Eher würde ich verhungern, als diesen höllischen Schlangenfraß zu vertilgen. Okay, das möchte er offensichtlich nicht essen. Er hat das sehr deutlich gemacht, dass er das nicht essen möchte. Tja, was machen wir denn jetzt? Der Scheigei im Hintergrund tanzt. Erstmal tanzen. Ist der süß! Boah, den hätte ich gerne so als, weiß ich nicht, Haustier, Begleiter, was auch immer. Der ist ja niedlich.
Ich mach einfach nur tanzen. Ich hab Lust zu tanzen. Alle sind eigentlich glücklich. Die ganzen Shy Guys sind glücklich. Außer der Brennende. Der Brennende ist der Einzige, der nicht glücklich ist. Den nenne ich Steve. Steve, der brennende Shy Guy. Das ist der Einzige, der nicht glücklich ist. So, genug Quatsch gelabert. Oh, da haben wir eine Kiste. Wir gehen jetzt einfach mal rechts lang. Briefbeutel. Ein Beutel voller Briefe. Bring ihn zum Postamt zurück. Oh, könnten wir mal machen. Oh! Der nächste Bestrafgegenstand. Donnerzorn. Hey, fliegende Scheigeis, komm schon her. Was? Gegnerischer Erstangriff? Will er mich veräppeln? Ich habe ihn angegriffen. Ach egal. Komm hier. Panzerwurf. Nice. Das war's mit den Luftballons, mein Kleiner. Vielleicht sollten wir erstmal den Schweiger hier hinten kaputt machen. Den Medi-Guy. Mit dem kleinen Herzchen vorne drauf. Der heilt offensichtlich andere. Oder, ja. Das wird der Gag dabei sein. Na toll, jetzt kriege ich einmal das Action-Kommando hier richtig gut hin, oder was? Super. Toll, einmal schaffe ich das. Weil bei Endbossen oder so wäre das mal ganz cool. Von mir kriegst du keinen Applaus. Ja, da applaudiert keiner. Jo, hier, Bauerhüpfer. Nee, wobei, normaler Sprung. Der müsste doch eigentlich schon drauf gehen, oder nicht? Der hat so viel Schaden gekriegt vorhin. Ey, der ist echt... Der ist immer noch nicht kaputt. Der hintere auch nicht. Was ist denn mit den Shy Guys hier los? Ey, die halten mega viel aus. Sind schon fast tot. Vor allen Dingen, die geben gar nicht so viele Erfahrungspunkte, ist das miese. Wie viele haben wir jetzt insgesamt? Oh! Wenn man vom Teufel spricht. Ja, der Zauber erhöht die Anzahl der Sternenpunkte. Leute. 12 Stück drauf, 79 Hammer. Das heißt, wir haben bald schon wieder ein Level up. Frage ist, traue ich mich jetzt gegen die zu kämpfen? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht heilen wir uns vorher mal. Sicherheitshalber. Wir heilen uns und dann greifen wir die hier mit der Super-Sternattacke an. Komm schon her! Kommst du wohl runter? Hallo? Aha, sieh mal eine an. Erster Angriff erfolgreich. So, jetzt machen wir wirklich mal diese Sternattacke hier. Und zwar den Sternensturm. Du. Nice. Das sieht sehr gut aus. Und 86 Hammer. Ach, das schaffen wir noch. Ich denke mal, bis zum Level up werden wir es hier noch überleben. Oh, eine Kiste. Der Verteidigungsplusorden verringert jeglichen erlittenen Schaden um 1. Was? Immer rein damit. Ah, wo ist er denn? Verteidigung plus. Oh Mann, 6 Punkte kostet der. Oh, das ist mir zu viel. Aber wobei, wir können ja beim nächsten Level up können wir ja Ordenspunkte nehmen. Wobei, Kraftpunkte wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Puh, ich bin mir nicht sicher. Ich entscheide das spontan. So, wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen. Mein kleiner Freund, wo läufst du denn lang? Kann man hier irgendwie rein? Ah, sieh mal einer an. Der hat hier kurz die Tür aufgemacht. Da können wir uns vielleicht reinschleichen.
Frage ist, kann man jetzt einfach so da reingehen, wenn er die Tür öffnet? Oder müssen wir uns unsichtbar machen? Können wir ja beides mal probieren. Das war sie jetzt tatsächlich nicht. Da kommt schon der nächste. Okay, vielleicht hätte ich es auf der anderen Seite probieren sollen. Ich glaube, tatsächlich unsichtbar machen brauchen wir uns nicht. Naja, sehen wir ja gleich. Lolololololo. Los, hilf mir beim Level Up. Mit deinen mickrigen 2 Erfahrungspunkten. 10 Stück noch. 10. Kommt da schon der nächste? Ah, da vorne ist einer. So, jetzt aber. Jetzt stellen wir uns hier mal rechts hin. Na, sieh mal einen an. Es hat funktioniert. Wir sind auf der anderen Seite. Sehr, sehr cool. Machen wir Powerhüpfer? Ach, wir machen jetzt Powerhüpfer. Komm, in einer Runde bist du fertig, Kollege. Sehr schön. 8 Erfahrungspunkte brauchen wir nur noch. Dann haben wir's. Dann können wir endlich irgendeinen Random-Wert leveln. Kiste gibt's hier auch noch. Mann, wie viele Gegenstände man hier bekommt. Und zwar der Eisorden. Erhöht Angriffskraft gegen Feuergegner um 2. Okay, natürlich sehr spezifisch. Trotzdem sehr gut. Da, Donnerzorn. Und hier haben wir die Bratpfanne. Diese Pfanne gehört Omeletti. Und ich würde sagen, wir geben ihr ihre Pfanne einfach mal zurück. Und dann können wir ja schauen, dass wir vielleicht mit der Backmischung dem dicken Shy Guy einen wunderschönen, leckeren Kuchen backen. Ja! Gwesi, gwesi, gwes. Geht's aber erstmal zurück zum blauen Bahnhof. Nächste Haltestelle, blauer Bahnhof. Passagiere, die die Spielzeugkiste verlassen wollen, sollten hier aussteigen. Ja, zufälligerweise will ich raus. Jo, wir sind angekommen. Und wir springen tatsächlich wieder aus der Kiste raus. Jo. Wir können natürlich auch den Postsack abgeben. Zorro schläft. Warum auch immer. So, erstmal kriegt Omelette ihre Pfanne wieder. Oh, hallo Schatzi. Danke, dass du mich besuchen kommst. Aber ich fürchte, ich kann jetzt leider nicht kochen. Es tut mir leid. Meine gute alte Bratpfanne wurde mir von einem Scheibein gestohlen. Das bricht mir das Herz. Da hast du sie wieder. Die vom Shy Guy gestohlene Bratpfanne. Oh Mario, meine gute alte Bratpfanne. Du hast sie von den Shy Guys zurückgeholt. Vielen Dank, Mario. Dafür werde ich dir etwas ganz Besonderes zubereiten. Tralala. Hier ist der Kuchen. Was hast du erhalten? Kuchen ausgezeichnet. Leckerer Kuchen von Omeletti stellt 15 Blühenpunkte wieder her. Dies ist der allerköstlichste Kuchen. Ein Bissen davon hat das Herz meines seligen Mannes gewonnen. Ich hatte geschworen, ihn nie wieder zuzubereiten, aber du bist eine Ausnahme, Mario. Jeder, der davon kostet, wird dieser Köstlichkeit sofort verfallen. Na dann. Ich will trotzdem mal schauen, was hier aus der Backmischung rauskommt. Ich koche mit der Backmischung. Nice, Dr. Oetker. Keine Werbung übrigens an dieser Stelle. Hier, bitte. Es ist gar nicht so übel geworden. Hier, bitte. Ach, da kriegt man nochmal Kuchen. Okay. Also dafür, dass sie das nie wieder machen wollte, macht ihr das ganz schön oft, ne?
Ein bisschen inkonsequent. So, jetzt kriegst du erstmal hier deinen Postbeutel wieder, alter Mann. Die Scheigeis haben unsere Post gestohlen, wir haben versagt. Oh, Regen, Hagel, Schnee, ob Regen, Hagel, Schnee oder Scheigeis, wir müssen die Post zustellen, komme was wolle. Was sollen wir nur tun? Da ist ihn wieder, den Briefbeutel. Oh, das ist er, das ist er. Der Beutel. Danke, Mario. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute sich auf ihre Post freuen. Lass mich dir ein kleines Geschenk als Dankeschön überreichen. Sternschwitter. Huis. Ja, die Post, die lesen wir später noch. Wir haben mit Sicherheit auch ein paar neue Briefe bekommen. Aber erst einmal wollen wir jetzt natürlich mit der Story hier weitermachen. Wo auch immer hier ein Sternensplitter sein könnte. Ein etwas längerer Weg zurück zum Hause. Und jetzt gehen wir erst einmal einen dicken Scheigei füttern. Da hätte ich mir mal heilen sollen, fällt mir gerade mal so ein. Das wäre vielleicht ganz klug gewesen. Egal. Zack nach drüben zum Binkenbahnhof und los geht die wilde Sause. Nächste Haltestelle, Pinker Bahnhof. Eis. Ankunft, Pinker Bahnhof. Willkommen am Pinken Bahnhof. Er sagt sehr oft Pinker Bahnhof. Tja. Gleich ist wieder Steve im Hintergrund. Steve, der brennende Scheigei. Hallöchen. Ah, er ist auch gerespawnt. Alle spawnen hier neu. Will mich aber jetzt endlich um einen Kumpel hier kümmern. Yay, da ist er. Bin schon ganz wach vor Hunger. Ich verhungere gleich. Ich muss was essen. Ich brauche einen süßen Kuchen. Ein Kuchen mit Sahnehäubchen und Keksstückchen. Ja, bitteschön. Oh, 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 köstlich. Das ist sagenhaft gut. So ein witziger Kerl. Tja, was haben wir jetzt hier bekommen? Ein Kochbuch. Gourmet Guy hatte dieses Buch. Zeige es einem Meisterkoch. Okay. Machen wir später. Da ist der tanzende Scheigei. Den machen wir erstmal Platz. Kriegen wir hier 8 Erfahrungspunkte? Reicht das wohl? Komm hier, Donnerzorn! Warum auch nicht? Immer raus damit. Der brennende Scheigei ist auch dabei. Nice! Direkt ein Instant-Treffer gelandet. Jo, und du, mein kleiner Kerl? Wenigstens hat er mich nicht paralysiert. Oh. Sehr schön! Das reicht! Ein Level Up! Jetzt darf ich mir aussuchen, was ich nehme. Was mache ich? 3 Ordenspunkte oder 5 KP? Was mache ich jetzt? Ich nehme Ordenspunkte. Ach, ich nehme Ordenspunkte. Die müssen wir dann natürlich jetzt auch irgendwie klug einsetzen. Okay, wir nehmen Gruppenfokus wieder raus. Und, Und den Powerhauer, den benutze ich auch nicht so oft. Was soll das hier eigentlich? Sollte sich eine versteckte Falltür in der Nähe befinden, wirst du optisch und akustisch darauf hingewiesen. Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht für Falltüren gilt, sondern für Sternensplitter. Ist das der Grund, warum ich jetzt immer auf Sternensplitter hingewiesen werde? Ist das ein Übersetzungsfehler? Oder allgemein ein Fehler im Spiel? Keine Ahnung. Falls es jemand weiß, gerne mal in den Kommentarbereich posten. Ich rüste jetzt auf jeden Fall diesen Vermeiderorden ein. Diesen Verteidigungsplusorden. Jetzt kriegen wir weniger auf die Mütze.
Das ist doch mal schön. So, wo ist Steve? Steve ist noch ein Bildschirm weiter, glaube ich. Oh, Armada der Shy Guys. Ach komm hier, Sternensturm. Keine Lust zu kämpfen gegen euch. Dauert so lange. Ich glaube, den Schaden immer um eins zu verringern, das ist schon ziemlich nice. Also, glaube ich, eine sehr, sehr gute Fähigkeit. Glaube ich jedenfalls. Das kann schon voll der Gamechanger sein. Ja. Oh, ihre Münzen. Barakeri springt mit. Wo ist Steve? Da vorne ist er. Hallo, Steve. Nein. Ah. Oh, Steve ist zu dritt. Was machen wir denn jetzt? Wir wechseln mal auf Bombette. Le Bombette. Le Bombette. Und Le Bombette macht Le Power Bombe. Dann schauen wir mal. 7 Schaden. Na, das war's direkt mit den Kerlchen. Sehr schön. Was kriegen wir denn hier für einen Gegenstand eigentlich? Beziehungsweise nach was suchen wir gerade? Nach dem Schalter hier? Ach, damit repariert man die Schienen. Okidoki. Dann hätte sich das geklärt. Gut, gut, gut. Da müssen wir jetzt echt den ganzen Weg zurücklaufen, oder was? Och, Mann, jetzt müssen wir echt den Weg hier zurücklaufen. Wie blöd ist das denn? Boah, voll der Umweg. Aber egal. Wir können gleich, wenn wir zurück sind, auf der anderen Seite. Wir können gleich zum nächsten Bahnhof fahren. Alles könnte passieren. Ah! Apropos, alles könnte passieren. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso kriege ich das so oft hin? Ah, endlich hört's auf. Ich meine, ich hätte natürlich auch einfach aufhören können, aber ich wollte mal gucken, wie oft ich das so hinkriege. Nein! Ah! Ich habe mich schnell genug A gedrückt. Jetzt klappt's wieder nicht. Ich darf Sprung nicht benutzen! Hör doch auf, du kleiner Mistzwerg! Tjo! Bist jetzt ein mit dem Hammer auf den Kopf. Das kann ich auch. Ich habe auch einen Hammer dabei. Meiner tut mehr weh als deiner. Ich vermisse Steve. Steve hat im Hintergrund immer so schön getanzt. Ich mochte ihn. Nee, getanzt. Er ist rumgelaufen. So, wir speichern sicherheitshalber nochmal. Und dann geht es jetzt aber wirklich weiter. Zum grünen Bahnhof, meine ich. Ich glaube, ich hatte vorhin gesagt, pinker Bahnhof. Wohin soll's denn gehen? Drücke einen der Schalter. Natürlich. Grün. Ich dachte, wir fahren, oder ich habe fälschlicherweise vorhin gesagt, wir fahren zum pinken Bahnhof, weil der Schalter da hinten pink war. Ist natürlich totaler Schwachsinn. Wir waren ja schon am pinken Bahnhof. Also, auf zum grünen Bahnhof, Leute. Alles könnte passieren. Schauen wir mal, was wir da für schöne Gegenstände finden. Ich mag die Spielzeugkiste. Die ist echt cool. Nächste Haltestelle, grüner Bahnhof. Passagiere, die zum einarmigen Banditen wollen, sollten hier aussteigen. Ein einarmiger Bandit. Na, das hört sich doch mal gut an. Ankunft, grüner Bahnhof. Willkommen am grünen Bahnhof. Dies ist der grüne Bahnhof. Aber hier ist gar nichts im grünen Bereich. Shy Guys stahlen unsere Schienen. Was sollen wir nur tun? Übrigens, ich sah einen Shy Guy mit einem Buch nach rechts in Richtung des einarmigen Banditen verschwinden. Ich bin mir sicher, der kleine Gauner hat das Buch von jemandem gestohlen. Bevor du nicht herausgefunden hast, wie du durch den Zaun gelangen kannst, wirst du ihn nicht fangen können. Oh, hier gibt's gar keinen linken Bereich, ausnahmsweise mal. Aber hier irgendwelche Boxen. Aha. Was muss man hier machen? Einfach irgendwie draufschlagen?
Ah! Okay, man sollte wahrscheinlich die richtige Reihenfolge erstmal wissen. Gehen wir mal in den nächsten Bildschirm. Hey! Und da kriegen wir auch unseren letzten Gegenstand. Von Cammy Cooper. Ja, aber was uns hier in diesem Bildschirm bzw. in diesem Bereich erwartet, am grünen Bahnhof, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Huxel. Ciao.